Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's für mich nach Oberhausen zu Chris Brown. Ich muss dazu sagen, ich gehe auch in Frankfurt aufs Konzert. Ich war 2016 auch schon auf dem Konzert. Ich bin wirklich einer der härtesten Chris Brown Fans, würde ich sagen. Ich liebe diesen Typ einfach nur. Ich liebe seine Musik. Jedes Jahr ist er einfach bei Platz 1 bei meinen meistgehörtesten Artisten. Heißt es Artisten? Artisten? Oh mein Gott. Ja, und ich fahre jetzt los mit dem Zug. Knapp 3-4 Stunden. Naja, was man sich nicht für den alles antut. Fahre ich zur Ravina. Ich nehme euch mit. Ich weiß nicht, was es wird. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall mega. Mein Outfit sitzt nicht. Ich habe 10.000 Sachen anprobiert, aber naja, egal. Der sieht mich ja eh nicht. Deswegen, es geht jetzt los für mich. Ich zeige euch gleich mein Reisefit, nothing special. Und dann ab in den Zug. Gar keine Lust auf Zugfahrt. Really short overview. Ich habe jetzt einfach so ein Boho-Männer-Zipper-Hoodie. Diese Hose ist auch von Männern. Ich sehe einfach schrecklich aus, aber es geht jetzt los. Ich bin jetzt im Zug und ich glaube, ich schminke mich jetzt einfach. Ich habe meine ganzen Sachen da unten. Ja, alles. Und ich freue mich. Ich bin heute den ganzen Tag schon so emotional. Gestern Abend auch schon. Weil ich mich so freue. Ich würde eigentlich heulen. Ja. Und die Ravina treffe ich erst in Oberhausen, weil sie von Köln kommt. Also fahre ich jetzt hier in dem Zug. 3 Stunden alleine. Aber kein Problem. Das habe ich ja schon alleine geschafft. Situation. Übrigens, das sind meine Lashes, falls ihr euch fragt. Die kleben mir doch, würde mich wundern. Das hier oben zum Beispiel. Die sind einfach von Shein. Und das sind 10 Stück oder so. Die gibt es für 5 Euro. Beste. Das ist auch. Damals ist es ein großer Kurs. Wollen wir nie wieder mit euch mit entscheiden? Ja, der Gau soll jede Woche eine andere, Bruder. Wohin? Ja, aber. Bruder, die können alles essen und die dürfen nicht alles wissen, Bruder. Das ist so. Ja, ich bin Ding ist ich kann nicht mehr. Meine Hände sind komplett abgefroren. Aber ich bin in Oberhausen. Ich mache hier Anfänger. Also, Fabina, sie kommt, die kommt gleich. Lass mich nicht auf ihr Tod beleidigen, Bruder. Ich werde erstmal Bilder gemacht. Nach einer halben Weltreise sind wir jetzt auch mal im Hotel angekommen mäßig. Hier hinten ist die Ravina am Frieren. Ich zeige euch ganz kurz das Zimmer und dann müssen wir uns schon richtig schnell fertig machen. Wir erzählen euch vielleicht noch, wie schlimm dieser Weg hierher war. Also es gibt jetzt eine kleine Roomtour von dem großen Room. Wir waren noch bei Rewe einkaufen, weil wir so viel Zeit hatten. Das ist dieses eine Zimmer. Das ist ein großes Zimmer, ein Familienzimmer, auch wenn wir es nicht brauchen. Das war das Einzige, was verfügbar war. Ich finde es richtig schön, das Bett und das Bad, die Dusche, auch ganz süß, Föhn, alles. Hier kann man auch das Licht anmachen, das ist richtig gutes Licht. Wow, das ist richtig gutes Licht. Ja, mein Make-up hat auf jeden Fall richtig gelitten gerade. Das retten wir jetzt und dann mache ich mir noch irgendwie die Haare, keine Ahnung, dann müssen wir auch schon wieder los. Wir haben so 2 Mädels gefragt, die neben uns im Zimmer waren, ob die mit uns Taxi teilen. Dann hat es nicht so viel gekostet und wir haben einfach den Taxifahrer von vorhin wieder bestellt. Zum Glück, weil sonst hätten wir gar kein Taxi bekommen hierhin. Yeah.
Also, das Konzert ist fertig. Es war einfach krass. Es war einfach krass. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also mein Chris Brown Herz ist auf jeden Fall sehr, sehr happy. Wir sind jetzt wieder in unserem Hotelzimmer, Zimmer, wie auch immer. So, eine kurze Review zu dem Abend, zu dem Tag, was auch immer. Also nach dem ganzen Stress, wie wir hier ankamen, war das auf jeden Fall worth it. Wir hatten einen Stress- und Streiktag erwischt. Mhm. Wir saßen locker eine Stunde am Bahnhof heute fest, haben auf Taxis gewartet, was auch immer. Die haben meine Lehrer wieder zusammengeschrien am Telefon. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt erzählen wir euch, warum. Der Abend ist anders gelaufen als gedacht, aber in positiver Weise auf jeden Fall. Ich fand Chris Browns Performance mega. Ich freue mich auch richtig auf Frankfurt. Also ich könnte so oft gucken, wie es Konzerte gibt. Seine Stimme Show ist einfach krass. Ja. Bombe. Er hat nicht nur die neuen Lieder von Under the Influence gebracht, sondern hat auch mal so Throwback-Lieder gemacht. Deswegen einfach richtig, richtig gut gewesen. Und wir hatten erst Plätze oben, das habt ihr wahrscheinlich gesehen. Ich muss sagen, ich saß noch nie und diese Plätze waren wirklich super. Man sitzt oben, wenn man oben sitzt, man kann halt super gut runter gucken. Wenn man jetzt nicht so blind ist wie ich, dann passt das. Aber wir haben dann gedacht, okay, wir machen noch Fotos spontan unten. Und dann haben wir einfach einen Platz gesehen, einen Stehplatz. Das ist eigentlich kein Platz, aber das war einfach so gut dort. Mm. Wirklich, wir sind da geblieben, haben richtig gute View gehabt, alles. Wir konnten tanzen, hatten Platz einfach. Und dann halt die Leute neben uns waren auch richtig cool. Und dann haben wir uns spontan noch entschieden, mit denen auf die Aftershow-Party zu gehen. Und einfach der DJ war Schrott. Ja. War wirklich die Boxen absolut. Auch alles. Absolut. Diese Jugendclubs. Nur, dass dann da Chris Brown ist, so diese Richtung. Also in Oberhausen sehen wir den wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Also spontan ist der ganze Tag doch richtig, richtig gut gelaufen dann im Endeffekt. Und wir hatten sehr viel Spaß und ich freue mich auf das nächste Konzert in Frankfurt. Und wir hören uns dann morgen. Bye. Bye. Ja. Hallo, es ist der nächste Tag. Wir waren gestern noch ein bisschen länger wach. Viel gequatscht. Und sind dann schlafen gegangen. Ja, und um 11 Uhr war Checkout. Jetzt ist es schon 15 Uhr. Und ich sitze auf dem Weg nach Hause. Alleine in Marina Schule in Köln. Haben uns einfach dann fertig gemacht. Es ist fertig gemacht, angezogen, alles zusammengepackt. Sind zum Bahnhof gefahren. Zum Glück hat heute kein Zug oder Bus, was auch immer, gestreikt. Geht also ganz easy. Ja, ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Das ist eine halbe Welt-Tournee dahin. Also Chris Brown, da fehlt dir viel Spaß, aber ja, ich bin echt froh, wenn ich zu Hause bin. Ich bin so müde, ich würde immer ins Bett legen. Aber es hat sich auf jeden Fall alles sehr gelohnt. Ich bin sehr happy, dass wir das zusammen gemacht haben. Und freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich sowas machen kann. Kann ich zu Hause nicht mehr filmen, also heißt das, das ist auch mein Outro. Das wird wahrscheinlich ein ganz, ganz kurzer Vlog sein. Ich weiß auch gar nicht wieder, was ich wegen Copyright, Datenschutz, Plagiat, bla bla bla, das posten darf. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt gerne ein Like, wenn ihr auch ein Chris Brown-Fan seid. Seid ihr auch auf irgendeinem Konzert gewesen? Tell me, I want to know. Wie findet ihr den so? Bin ich der Einzige? Hardcore-Fan. Chris Brown-Fan hier unter uns. Deswegen kommentiert gerne und lasst einen Like da. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder.